Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, aber wenn man sich die Masse an Hasskommentaren im Netz anguckt, dann könnte man das manchmal meinen. Worum geht es denn in der Kampagne, Frau Binz? Die Kampagne heißt Scroll nicht weg und das ist eigentlich schon das erste Ziel, was wir verbinden mit dieser Kampagne. Wir wollen zu digitaler Zivilcourage aufrufen, also nicht wegschauen, hinschauen, nicht wegscrollen, sondern eben selber handeln und aktiv werden. Wir wollen aber auch die Betroffenen unterstützen, das heißt ihnen auch zu zeigen, wo sie Hilfe bekommen, wo sie Unterstützung bekommen und wir wollen insgesamt aufklären, was ist Hass im Netz, was steckt dahinter. Sie fokussieren sich ja vor allem auf junge Menschen. Warum ist die Kampagne dahingehend so wichtig? Wir wissen, dass eigentlich alle Altersgruppen betroffen sein können von Hass im Netz, aber wir wissen es von jungen Menschen eben umso mehr. Sie sind überproportional betroffen und hier wollen wir eben genau ansetzen, wollen ihnen eben die Unterstützung zukommen lassen und wollen ihnen eben auch zeigen, was steckt dahinter. Wie sieht die Unterstützung denn konkret aus? Also wie setzen Sie die Kampagne konkret um? Die Kampagne Scroll nicht weg ist eigentlich der dritte Schritt in einem angelegten Programm, was wir schon vor einiger Zeit gestartet haben. Wir haben damit gestartet, dass wir als erstes eine eigene Beratungsstelle in Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen haben, die Beratungsstelle Solinet, die explizit für Betroffene von digitaler Gewalt da ist. Wir haben darüber hinaus ein Fortbildungsprogramm entwickelt, was für MultiplikatorInnen da ist, wo also auch Lehrkräfte, Fachkräfte aus dem Jugendbereich und so weiter Fortbildungen machen können, damit auch die gut geschult sind, wenn es um digitale Gewalt geht. Und jetzt kommt der dritte Schritt, das ist die Kampagne. Damit wollen wir dieses Wissen eben ganz breit in die Öffentlichkeit tragen und nochmal zu digitaler Zivilcourage aufrufen. Das richtige Stichwort, was mache ich denn, wenn ich zum Beispiel auf Social Media bin und einen Hasskommentar sehe? Wie kann ich reagieren? Was kann ich machen? Naja, man kann ihn vor allen Dingen erstmal dokumentieren. Das geht ja meistens sehr einfach per Screenshot. Dann hat man das schon mal gesichert. Dann gibt es auf den allermeisten Plattformen die Möglichkeit, solche Kommentare zu melden. Und meistens werden sie dann auch relativ schnell gelöscht. Und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, dagegen zu halten, wirklich selber einen Kommentar drunter zu setzen. Auch die Angegriffenen wissen zu lassen, ihr seid nicht allein. Das hat jemand gesehen und derjenige findet das auch nicht gut, dass so mit dir umgegangen wird. Das hilft schon unwahrscheinlich viel. Wie groß ist das Problem denn generell? Also haben Sie da vielleicht irgendwelche Zahlen? Wie viele Leute sind von Hate Speech im Netz betroffen? Also wir wissen, unter den jungen Menschen, unter den Jugendlichen sind es fast 40%, die schon mal selber betroffen gewesen sind oder Betroffene sind von digitaler Gewalt und Hate Speech. Das ist also schon ein sehr, sehr großer Anteil. Und wir wissen aber auch, und das ist auch ein Effekt davon und der ist sehr besorgniserregend, dass auch diejenigen, die noch nie betroffen waren, sich trotzdem jetzt schon dreimal überlegen, was sie ins Internet schreiben, welche Kommentare sie verfassen, aus Angst davor, selber betroffen zu werden. Und das ist natürlich eine Gefahr für unsere Diskussionskultur, für die politische Kultur insgesamt. Frau Binz, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank fürs Interesse.